Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Adrian und natürlich DK. In diesem Video spiele ich nach langer Zeit mal wieder Murder Mystery 2. Und zwar spiele ich Murder Mystery 2 heute als Wanda Maximoff bzw. Scarlet Witch. Es ist meine Lieblings-Marvel-Charakterin, also mein Lieblings-Hero, Hero. Und ja, ich finde die Serie WandaVision so unfassbar cool und ich dachte, okay, ich muss das auch unbedingt machen. Was ich auch lange nicht wusste, ich bin ja schon seitdem ich klein bin ein Marvel-Fan, und was ich lange nicht wusste, ist, dass Wanda tatsächlich die stärkste im MCU ist, das heißt im Marvel Cinematic Universe, ist Wanda die stärkste, stärker als Thor, stärker als Doctor Strange tatsächlich auch. Weil wenn ihr WandaVision gesehen habt, dann werdet ihr verstehen, warum. You are Wanda. Yes, I am. Okay, oh Gott, mein Englisch ist gerade richtig abgekratzt. Egal, also, okay Leute, wie gesagt, ich spiele heute als Wanda Murder Mystery 2 und wir wurden schon direkt als Wanda identifiziert und auch als Arian identifiziert. Okay. Bevor das Video allerdings weitergeht, wollte ich noch eine kleine wichtige Sache anmerken, weil ich das im Video vergessen habe zu erwähnen, außer ganz kurz am Ende. Und zwar habe ich neuen limitierten Halloween Merch in meiner Roblox-Gruppe. Ihr könnt super gerne meiner Roblox-Gruppe joinen. Ups, da ist mir ein Mikrofon runtergefallen. Ihr könnt super gerne meiner Roblox-Gruppe joinen. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der erste Link, der dort ist. Und ja. Dort gibt es limitierten Halloween-Merch, den gibt es nur an Halloween und da gibt es auch noch ganz viele andere Merch-Sachen. Ich habe sogar inzwischen zwei Seiten an Merch. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt oder den Merch cool findet, kauft ihn gerne. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß weiterhin mit dem Video. Ich habe lange Zeit kein Murder Mystery mehr gespielt und ich habe eine kleine Frage an euch. Und zwar, dazu werde ich auch, glaube ich, noch einen Community-Post machen, beziehungsweise habe schon einen Community-Post gemacht. Und zwar, wollt ihr mehr Murder Mystery, beziehungsweise andere Roblox-Videos sehen oder wollt ihr mehr Brookhaven Roleplay sehen? Also entweder mehr andere Roblox-Videos oder mehr Brookhaven Roleplay. Da könnt ihr gerne auf den Community-Tab gehen und mir das halt abstimmen. Ich bin Inno, okay, war klar. Ja, wie gesagt, guckt in den Community-Tab rein und stimmt das bitte ab. Und ich habe noch eine andere Frage. Und zwar wollt ihr, dass ich am Anfang meiner Videos Arian-DK sage oder Arian-DK, weil ich sage ja immer Unterstrich-DK, aber dieses Unterstrich ist so ein langes Wort. Deswegen könnte ich vielleicht auch nur Arian-DK sagen. Das könnt ihr mir allerdings gerne in die Kommentare schreiben. So, okay, gut. Ich bin froh, dass ich hier einige Sachen von Wanda im Shop gefunden, beziehungsweise im Roblox-Shop gefunden habe. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Marvel mögt und wenn ja, welcher Hero euer Lieblingshero ist. Das heißt, welcher aus dem MCU ist euer Lieblingscharakter. Bei mir ist es, wie gesagt, Wanda. Ich finde sie, wie gesagt, super cool und sie ist die stärkste im MCU. Das hat der Marvel-Chef sogar bestätigt. Also, falls ihr mir nicht glauben solltet, ihr könnt gerne googeln. Auf allen Seiten ist sie die stärkste, die ich jetzt bis jetzt abgesucht habe. Und das hat der Marvel-Chef auch. Deswegen, ja, ich finde das richtig cool und ich habe jetzt ihren Skin drin, ne? Aber so großartig was mit dem Skin mache ich jetzt nicht, also ja, ich ich wollte den Skin einfach nur reinmachen und ja, okay Leute, so die nächste Runde beginnt jetzt gleich auch schon wieder, ich habe jetzt die ganze Pause durchgelabert. So, hallihallo, du hast einen Kakao, lecker, ich mag Kakao tatsächlich sehr gerne, mögt ihr Kakao? Also ich liebe Kakao, ich habe damals richtig oft Kakao getrunken, jetzt trinke ich eher Kaffee, weil Kaffee ist richtig lecker und ich kam auch letztens auf den Geschmack von schwarzem Tee, mein Vater trinkt immer schwarzen Tee und ich habe das letztens mal bei meiner Oma probiert und es war super lecker, das heißt, ich musste jetzt auch schwarzen Tee trinken die ganze Zeit und ja, so, okay Leute und ist hier jemand über die Ecke? Ja, da ist jemand. Bist du die Mörderin? Bist du die Mörderin? Wenn ihr mal wollt, dass ich eine Folge mit Wanda und Vision mache, Murder Mystery, dann könnt ihr mir das auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich irgendeine Person fragen, ob die ein Vision-Kostüm anziehen kann, und dann wäre sie Vision und Wanda. Ja, ich fänd's lustig. Ich bin mal auf die Umsetzung von dem Thumbnail gespannt, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das Thumbnail machen soll. Weil ich weiß nicht, was es so gibt und was ich machen kann. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Thumbnail aussehen wird. Ich wollte generell immer eine Wanda GFX von mir haben.
Wir haben auf jeden Fall gewonnen und oh mein Gott, Leute, ich vergesse in jedem meiner Videos den und jetzt geht's weiter nach dem Intro-Satz. Und unschuldig. Okay, schade, Banane. Diese Runde spiele ich mal im Zeitraffer und ich denke, ich mache so lange einen Zeitraffer, bis etwas Spannendes passiert. Also bis gleich. Wer bist du denn? Du hast dieselben Haare wie Lara in Roblox, nun. Schwarz anstatt braun. Ja. Okay, Hilfe. So, Leute, da liegt die Schere-Waffe. Ich versuche sie zu holen. Naja. Ich bin unschuldig geworden, aber Leute, oh mein Gott. Meine Mutter hat mir gerade einfach geschrieben, wir müssen morgen ins Kino und hat mir dann ein Bild vom Film geschickt. Und zwar ist das einfach... Und zwar wurde mein Lieblingsbuch als Kind einfach verfilmt. Das war mein Traum immer als Kind. Wirklich, ich habe als Kind, als ich... Meine Mutter hat mir das Buch vorgelesen, aber als Kind, das war mein Lieblingsbuch, das ist immer noch mein Lieblingsbuch, weil ich lese keine Bücher. Nehmt euch kein Beispiel an mir, lest Bücher, lest auf jeden Fall viele Bücher, weil Bücher lesen ist richtig gut, Bücher lesen kann eure Aussprache verbessern, Bücher lesen kann eure Rechtschreibung verbessern, aber lest auf jeden Fall, ja. Nehmt euch kein Beispiel an mir an dieser Stelle mal, meine ich. Aber ich habe als Kind davon geträumt, dass diese Bücher verfilmt werden und sie wurden einfach verfilmt. Ich bin so glücklich darüber. Und zwar ist das die Schule der magischen Tiere. Ich hatte alle... Sie war doch gerade eben schon Mörder. Wie viel Glück hat sie denn bitte? Wag es nicht, Wanda Maximoff zu eliminieren. Sie hat doch schon alles verloren. Okay, ich denke mal, die letzte Runde für das heutige Video. Schon wieder unschuldig. Vielleicht spiele ich dann noch. Ich schneide diese Runde raus, aus, es passiert was Spannendes. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich Mörder oder Sheriff bin. Okay? Okay. Natürlich werde ich auf dieser Map Mörder. Vielen Dank für gar nichts. Mann! Was soll das denn? Ey, bin ich einmal Mörder und dann auf dieser Map. Das regt mich schon wieder auf. Och, Mano, egal, ich bin Mörder, das ist gut, aber... ich bin der Verdächtige, ich habe mich jetzt für verdächtig geeinigt. Ich bin kein Mörder, ich bin verdächtig. What are you doing here? Naja. Zack. Ciao, Kakao. Oh, doch kein Ciao, Kakao. Doch, Ciao, Kakao. Noch, komm schon. Ciao. Oh. Upsi, da habt ihr, glaube ich, gesehen. Naja, schnell weg hier. So, Leute. Wanda wurde aus Versehen zum Bösewicht. Eigentlich ist sie ja eine von den Avengers, doch heute wohl nicht. In diesen Stunden wohl nicht. So. So, Leute. Wo verstecken sich jetzt nur die Letzten? Wo verstecken sich die letzten Leute? Ich mag diese Map nicht, weil man sich so viele weil es so viele Versteckmöglichkeiten gibt. Und das ist als Mörder echt nicht gut. Oh. Hallihallo, Hallöchen. Das ist, wenn man Mörder ist, wenn man verdächtig ist, natürlich gar nicht gut. Na? Oh, upsie, das war unpassend. Ja gut, ne? Oh. Oh Mann, wo sind denn die Letzten oder die letzte Person? Oh, hi. Oh, ja, gewonnen. Okay, Leute. Da würde ich sagen, wenn euch mein Video als Wanda Maximoff oder beziehungsweise Scarlet Witch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch oben. Und dann aber checkt gerne die ganze Videobeschreibung auf. Da sind einige Sachen verlinkt. Ich habe limitierten Halloween-Merch. Den könnt ihr gerne in meiner Gruppe abchecken. Joint auch gerne in der Gruppe. Da gibt es richtig, richtig coole Merch-Sachen und auch richtig, richtig viele. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ciao. Leute!